Ja, grüß euch. Heute haben wir ein kompakteres Video für euch, und zwar Bekleidungszubehör. Für unsere Bekleidungsserie könnt ihr aber auch für andere Arten von Feldbekleidung nutzen. Hebt den Komfort im Feld. Worum geht's? Ihr werdet euch beim Vorspann schon gedacht haben, es geht um Polster, Knieschoner, Ellbogenschoner. Und was die so besonders macht, das zeige ich euch jetzt gleich im Video. Ja, wie versprochen, es geht heute um unsere Pads. Mehrzahl, weil wir haben das Contoured Pad Small und wir haben das Contoured Pad in Large. Das ist für Knieschoner, das ist klar. Und das Small ist eben für Combat Shirts, für Feldblusen, für Feldjacken. Und wir haben uns hier bei der Formgebung explizit gegen ein proprietäres System entschieden, sondern eigentlich Allzweckpads entworfen. Was uns halt wirklich wichtig war, war ein System, das ihr in jeder Bekleidung eigentlich nutzen könnt, wo ihr wirklich einen Mehrnutzen habt, was wirklich ergonomisch ist und was euch lange Zeit begleitet. Und wir haben das auf mehreren Touren getestet, wir haben das auf Schießübungen getestet und jeder, der die Teile in der Bekleidung hatte, war hinterher nicht mehr bereit, sie herzugeben. Und die Pads kommen immer im Doppelpack. Das heißt, immer ein Set für Hose, Feldhemd, Smock, Jacke, wie auch immer. Und die bestehen aus drei verschiedenen Materialien. Hier haben wir die Pads jetzt im Detail. Wir nehmen jetzt einfach mal fürs Beispiel, weil die Machart ist bei beiden gleich, das Ellbogenpad. Wir haben die Oberseite, das ist atmungsaktives Nylon bzw. Cordura. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls Nylongewebe, aber atmungsaktiv und antibakteriell. Die Rahmeneinfassung ist Polyamid und die Polsterung an sich, die ist sehr hart. Das ist ein geschlossenzelliger EVA-Zode-Hartschaum und die ganze Form des Ganzen ist jetzt nicht gegossen, sondern dadurch, dass die Rippen wie Fassdauben geformt sind und dann eben als Rippen vernäht werden, bildet sich dann diese Form, wenn es sich beim Nähen zusammenzieht. Und der Vorteil des Ganzen ist, das Ganze ist zwar in sich sehr dick und fest, aber es ist auch extrem beweglich, wie man hier sieht. Man kann es ein bisschen nachformen, man kann es anpassen, es passt sich auch beim Tragen an. Es ist aber trotzdem extrem dick. Also wir haben es wirklich ausprobiert, auch wenn ihr euch auf Steine direkt wirklich point blank drauf kniet, da geht wirklich nichts durch. Die Pads selber sind ganz normal bei 30 Grad waschbar und sind ab jetzt auch eben bei uns im Shop erhältlich. Und was auch sehr vorteilhaft ist, ihr könnt die noch nachformen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich habe eine Hose mit schmalen Einschüben, ich hätte gern die Ellbogenpads dafür, dann könnt ihr die auch ein bisschen flacher machen, damit die eben in die Hose passen. Oder umgekehrt, wenn ihr sagt, ne, ich habe eher dünne Arme, dann rollt ihr die einfach ein bisschen ein und verdreht sie. Und dann habt ihr eine deutlich stärkere Krümmung drin. Und so wie ihr die dann eben auch tragt, passen die sich dann eben auch an. Und deswegen haben wir uns jetzt eben für diese Pads entschieden. Wir haben uns explizit eben auch für diese Form entschieden. Das ist jetzt nicht ganz so günstig, deswegen sind die auch nicht mehr inklusive bei unserer Bekleidung, sondern sind optionales Zubehör. Aber es ist einfach deutlich angenehmer, wenn man so eine gekrümmte Form eben in der Bekleidung hat, als dass wenn man einfach nur ein flaches Brett vorne dran hat. Das verschiebt sich dann auch viel leichter, das passt sich nicht ans Bein oder an den Arm an. Das ist einfach unangenehm. Deswegen haben wir uns jetzt eben für das entschieden. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß am Video. Wir haben euch ein bisschen was näher bringen können von unseren Neuheiten. War ja diesmal eher Kleinkram, den wir aber, wie gesagt, als ziemlich wichtig erachten. Das nächste Mal wird es wieder ein bisschen mehr geben. Und bis dann verabschiede ich mich. Macht's gut, bleibt sicher, habt eine gute Zeit. Ciao.